Die Wahlergebnisse, die haben das gezeigt. Viele Menschen im Osten sind unzufrieden mit dem Kurs der Bundesregierung. Und darum soll es auch heute bei einem Treffen zwischen den Ostländerchefs und dem Bundeskanzler in Württemberg gehen. Themen sind da unter anderem die Gesundheitsversorgung auf dem Land, aber auch die Wirtschafts- und Energiepolitik. Das Altenburger Land ganz im Osten Thüringens, ländlich geprägt, von Wegzug betroffen. Durchschnittslohn hier 2.400 Euro brutto. Im Kleingartenverein Glück auf sind die jüngsten Wahlen das Gesprächsthema. Die AfD holte hier bei der Europawahl 37%, das Bündnis Sarah Wagenknecht fast 15%. Das Wahlergebnis zeigt doch nur, dass die Ostdeutschen nicht richtig wahrgenommen wurden, dass auf nie nicht gehört wurden, dass die Warnungen, die ausgesprochen wurden, überhaupt nicht gehört und dass die Regierung einfach das gemacht, was sie für nötig hält. Die Unzufriedenheit der Menschen mit der Bundesregierung in Ostdeutschland. Sie wird wohl das Treffen der ostdeutschen Ministerpräsidenten mit Kanzler Scholz in Wittenberg bestimmen. Auf der Agenda? Die Migrationspolitik ist nicht geordnet. Sie findet zu großen Teilen im illegalen Bereich statt, funktioniert nicht. Wir hatten einen Messerstecherangriff am Wochenende, wo Menschen auch zu Tode gekommen sind. Und das ist, denke ich mal, eine Situation, die wir im Sinne auch des Sicherheitsbedürfnisses der Menschen ernst nehmen müssen. Es kann diese illegale Einreise nicht geben. Und deswegen denkt der Freistaat Sachsen sehr intensiv über eine Grenzpolizei nach. Die bayerischen Freunde haben damit gute Erfahrungen gemacht. Dabei sollte es ursprünglich um die Gesundheitsversorgung, die Reform der Pflegeversicherung und auch Wirtschafts- und Energiepolitik gehen. Für die Altenburger ist jedenfalls klar, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen in Wittenberg. Da treffen sich die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer heute unter anderem mit Bundeskanzler Scholz und wollen mit ihm über verschiedene Themen sprechen, auch darüber, dass sie unzufrieden sind. Und wir sprechen darüber mit Marie-Christine Landes in Wittenberg. Ja, was muss der Kanzler sich da also heute alles anhören? Naja, es ist ganz deutlich natürlich, dass das Treffen heute von den Wahlergebnissen zur Europa- und Kommunalwahl überschattet, überlagert wird und unter anderem der Gastgeber, der Ministerpräsident Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hat ja angekündigt und im Vorfeld gesagt, dass er das gute Abschneiden der AfD, die Bundesregierung, da eindeutig mitverantwortlich sieht. Und da sind sich tatsächlich hier auch die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig alle parteiübergreifend einig, dass die Bundesregierung viel mehr in den Osten gucken muss, viel mehr auf die Bedürfnisse eingehen muss. Und trotz der Parteiunterschiede spricht man halt doch mit einer Stimme hier. Aber inwiefern machen sich es da die Ministerpräsidenten vielleicht auch ein bisschen einfach, wenn sie vor allem Richtung Kanzler und Ampel zeigen und weniger auf sich selbst? Naja, man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden. Das Agrardieselgesetz ist ja aufgrund der anderen Struktur der Landwirtschaft hier durchaus anders angekommen als in anderen Bundesländern. Auch das Heizungsgesetz hat hier wirklich zu großen Sorgen in der Bevölkerung geführt. Manuela Schwesig hat das heute nochmal angesprochen, obwohl sie ja aus der Kanzlerpartei kommt. Das hätte besser gemacht werden können. Und da greift man schon natürlich Dinge auf, die auf Bundesebene entschieden werden, die aber auf Landesebene dann umgesetzt werden müssen, oft auf Kommunalebene. Und da gibt es durchaus Unterschiede hier im Osten. Gleichzeitig, ja, die Landtagswahlen gerade in Sachsen und in Thüringen stehen an. Wir haben nur noch knapp 3 Monate. Da geht es natürlich nochmal, sich ganz klar zu positionieren, Wählerinnen und Wählerstimmen zu holen. Und natürlich, wenn man nicht in der Regierung ist, dann ist es natürlich auch ein Weg, dann gegen die Regierung zu sein und zu sagen, wir würden es anders machen. Was fordern die Ministerpräsidenten gerade der ostdeutschen Bundesländer denn ganz konkret, zum Beispiel wenn es um das Streitthema Krankenhausreform geht? Ja, das ist ja eins der großen Themen, die hier heute besprochen werden. Die Reform, ganz grundsätzlich, der wurde ja zugestimmt. Aber hier in der eher ländlich geprägten Region, wo es viele große Flächen gibt, die Krankenhäuser weiter weg, da hat man natürlich große Sorge, dass wenn nach Fallzahlen angepasst wird, ob eine Behandlung noch stattfinden kann oder nicht, dass die Krankenhäuser, die hier eh in den letzten Jahren schon so stark beschnitten
gehalten worden, dass die noch mehr darunter leiden werden. Die Sorge in der Bevölkerung ist auch groß. Ich war heute in Wittenberg unterwegs. Mir haben viele Menschen gesagt, es ist sehr, sehr schwer, überhaupt noch einen Facharzt zu finden oder die nächste Krankenhaus mit der Spezialbehandlung ist halt jetzt schon ein Stück weiter weg. Ich habe ein paar getroffen, die müssen zum Augenarzt bis nach Leipzig fahren, obwohl sie hier in Wittenberg sind und in der Nähe einfach nicht untergekommen sind. Also die Sorgen sind hier wirklich stark spürbar und das macht natürlich was mit den Menschen und tatsächlich hat es da zumindest eine erste Einigung, eine Ostinitiative, die es geben soll, gegeben vor der Mittagspause. Es wurden ja in den letzten Jahren etwa 50.000 Ärztinnen und Ärzte zu wenig ausgebildet und die Ostministerpräsidenten und die Präsidenten haben sich zumindest darauf geeinigt, eine Initiative zu starten, dass der Numerus Clausus für das Medizinstudium gesenkt werden soll und somit der Zugang erleichtert wird. Wir haben es schon vorhin kurz angerissen. Welche Rolle spielt eben das Abschneiden der AfD bei der Europawahl und auch den Kommunalwahlen jetzt auch bei diesem Treffen dann heute? Ja, natürlich eine große Rolle und es ist auch ganz deutlich zu spüren, dass es hier das bestimmende Thema wird, obwohl man ja eigentlich nicht nur über die Krankenhausreform, sondern auch noch über Wirtschafts- und Energiepolitik sprechen möchte. Alle stehen vor der großen Frage, was wird mit den Wahlen? Viele haben große Prozentpunkte verloren und die gehen auch hier alle rein mit, wenn Olaf Scholz dann um 15 Uhr kommt, dass sie ganz klar kommunizieren werden, die Bundesregierung ist mit Schuld an dem Ergebnis. Ihr müsst die Sorgen der Menschen hier im Osten ernster nehmen, die Probleme vielleicht auch anders angehen und manche Entscheidungen, die ihr in der Bundesregierung in der Vergangenheit getroffen habt, die waren für uns nicht richtig und wir wollen, dass da mehr auf unsere Bedürfnisse eingegangen wird. Bodo Ramelow sagte bei der Ankunft dazu beispielsweise, dass es nicht sein kann, dass der Osten immer als, Zitat, Bittsteller sich hinstellen muss. Wenn man die Wirtschaftsleistung allein sehen würde, dann wäre das vergleichbar mit Portugal oder auch Spanien und dass es hier doch eine starke Wirtschaft gibt und das nicht immer so unter den Tisch fallen darf. Dankeschön, Marie-Christine Landes in Wittenberg. Thank you.